Das ist ekelhaft. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Raptor-Kanal, Freunde. Heute geht es um ein spezielles Video, was oft im Stream requested wurde, ob ich das eventuell mal machen könnte, weil es einfach viele Leute interessiert. Und zwar mein Fazit zu Warzone 2. Was finde ich gut, was finde ich schlecht, wie würde ich das Game aktuell raten? Mag ich es gerne spielen? Habe ich mir was anderes vorgestellt? Und so weiter und so fort. Bevor das Ganze jetzt losgeht, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne hier ein kostenloses Abo dalassen, um nichts mehr rund um Warzone 2 zu verpassen. Wir laden hier eigentlich jeden zweiten Tag, teilweise auch jeden Tag ein Video hoch. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video positiv bewerten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Zu den ganzen Themen, die wir gleich besprechen, könnt ihr natürlich wie immer auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es würde mich natürlich auch freuen, eure Meinung dazu zu wissen. Wie findet ihr das Game? Was würdet ihr raten von 1 bis 10? Wie findet ihr aktuell so den Status des Games und so weiter und so fort? Also zu allen Sachen, die ich gleich aufzählen werde, könnt ihr natürlich auch gerne euren Senf dazugeben. So, fangen wir erstmal an mit meiner allerersten Einschätzung zu Warzone 2, beziehungsweise meine ersten Eindrücke. Ich habe gespielt und eine Sache ist mir sofort aufgefallen. Die Map ist einfach geil. Und das muss man ganz einfach so sagen. Die Map ist super, super geil. Ich finde, sie spielt sich mega nice. Es gibt jetzt nicht irgendwie Bereiche, wo ich sage, die fucken mich richtig ab. Da kann ich gar nicht spielen. Es ist nicht so wie Caldera, dass du die ganze Zeit nur bergauf läufst. Es ist einfach wirklich stimmig. Es ist eine geile Battle Royale Map. Man hat einfach wirklich Oldschool-Feelings teilweise. Ich habe am ersten Tag sofort gesagt, ey, Leute, hier, wo wir gerade frei rotieren oder auf dem von dem Berg runterlaufen, das fühlt sich richtig so Verdansk-mäßig an, wenn man irgendwie außen bei Quarry auf den Bergen waren und so. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das ist meiner Meinung nach auch schon mal so ein Punkt, der extrem wichtig ist. Ich habe von Anfang an gesagt, Map ist safe schon mal eine 8 von 10. Vielleicht würde ich mittlerweile sogar eine 9 von 10 geben. Gerade jetzt, wo es auch gepatcht wurde, dass die Ringe nicht mehr einfach nur in die Mitte rotieren, sondern auch nach außen gehen und man halt verschiedene Endzones hat, finde ich das unfassbar geil, auch die ganzen Orte einfach mal kennenzulernen. Das war so mein allererster Eindruck, was mir sofort am Anfang aufgefallen ist. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo auf jeden Fall, glaube ich, am Anfang jeder Angst hat. Und das war das Movement, weil wir haben es in MW2 gesehen, Bunnyhopping ist nicht mehr drin, du kannst nicht mehr Kensei sliden. Und viele Leute hat es gefreut, viele Leute hat es nicht gefreut. Ich sage euch ehrlich, ich bin natürlich absoluter Fan von Movement-Aspekten, die steigern den Skill-Gap. Man kann sich von anderen Spielern abheben. Und für mich ist geiles, schnelles Movement immer besser, als wenn es langsam ist. Und deswegen hat auch mich das zuerst genervt, dass diese ganzen Movement-Mechaniken raus sind. Kensei-Sliden war für mich eher weniger schlimm, aber dieses Bunny-Hoppen war schon sehr, sehr wichtig eigentlich. Gerade wenn man einen Playstyle hat, der sehr aggressiv ist und man auch gerne mal in Räume reinpusht, um die Ecken springt, da war das ein Movement, was essentiell war, um irgendwie klarzukommen. Und so bin ich in Warzone 2 gegangen und dachte mir, ey, das kann ja nichts werden. Wie willst du überhaupt einen Raum pushen? Ich habe es auch ganz oft im Multiplayer zu meinen Jungs gesagt, ey, das wird so unglaublich schwer, mit der SMG zu spielen. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber es ist absolut möglich. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie macht es Laune und man kommt auch mit dem Movement, wie es jetzt ist, super klar. Das heißt, ich habe den Unterschied vom Movement definitiv im Multiplayer wesentlich mehr gemerkt als jetzt in Warzone 2. Natürlich ist es nicht perfekt und natürlich ist es auch langsamer als in Warzone 1, so vom allgemeinen Movement her. Da braucht man gar nichts zu sagen, aber ich finde nicht, dass es ein slowes Game ist. Ich finde, es ist trotzdem fast-paced. Es sind schon super viele Runden entstanden, wo es viele Kills gab. Ich habe auch schon viele Runden gehabt, wo ich jetzt über 20 Kills hatte. Und es hat bei mir damals in Warzone 1 sehr viel länger gedauert, dass ich solche Gameplays hatte. Das heißt, auch das funktioniert sehr gut. Man kann schnell über die Map rotieren, wenn man die Autos nutzt. Da muss man erstmal ein bisschen reinkommen. Ich habe, glaube ich, auch die ersten 4-5 Tage gar keine Autos benutzt. Und das muss man sich einfach angewöhnen, um schnell über die Map zu kommen. Natürlich würden sowas wie die Ballons auf Caldera dem Game absolut gut tun. Aber da können wir auch noch schauen, was so in Zukunft kommt. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Thema, was ich überhaupt nicht gut finde, wo man absolut Probleme hat, gerade auch wieder als aggressiver Spieler. Und zwar das Plattengeben. Man kann, während man sich Platten gibt, nicht sprinten. Es ist unfassbar schwierig, damit erstmal klarzukommen. Und mittlerweile hat man sich natürlich daran gewöhnt, aber es ist trotzdem nicht gut. Man kommt damit klar, aber es ist definitiv nicht nice, sich beim Sprinten keine Platten geben zu können. Du kannst nicht jemanden killen, dabei irgendwie gedamaged werden, wegrennen vor wem anders, dir Platten geben und dann rechallengen. Nein, du musst wegrennen, wegrennen, wegrennen und wegrennen, so low wie du halt bist und dann dich irgendwo verstecken, um dir Platten zu geben, um dann wieder zu challengen. Das ist eine Sache, die muss meiner Meinung nach unbedingt geändert werden. Ich denke, die wollen es so im Spiel haben und es wird nicht geändert. Ich bin mir da aber nicht sicher. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht gut. Ich werde jetzt hier übrigens immer so ein paar Punkte mixen. Mal was Gutes sagen, mal was Negatives sagen. Ich bin nicht so der Fan davon.
alles so nacheinander Positives raushauen, dann nur negative Sachen. Wir spielen hier so ein bisschen Ping-Pong hin und her. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei einer negativen Sache. Und zwar ist die nächste negative Sache absolut die Time to Kill. Die Time to Kill ist nicht im Grunde genommen komplett schlecht, sondern es ist wie immer das leidige Thema, der Headshot-Multiplikator ist viel zu stark. In Caldera war es so, dass vielleicht manche Waffen einen zu starken Headshot-Multiplikator hatten und deswegen genervt wurden. Jetzt ist es allerdings so, dass der Headshot-Multiplikator allgemein viel zu hoch ist. Auf jeder Waffe im allgemeinen Spiel. Du kannst teilweise Leute, die zwei oder auch drei Platten haben, mit vier Schüssen von einer Pistole töten. Ja, und davon sind zwei Headshots und zwei Bodyshots. Das ist unfassbar krass und so oft verliert man Gunfights, die man eigentlich gewinnen müsste und der Gegner trifft einfach mal einen Schuss in den Kopf und du bist einfach tot. Und das ist, finde ich, in COD eine Sache, die sollte nicht sein, weil die Time to Kill fühlt sich im Battle Royale manchmal so an, als wäre es Multiplayer und du hast gar keine Chance, auf gewisse Situationen zu reagieren. Das macht es natürlich unfassbar schwer, konstant gut zu spielen, weil viele Gunfights einfach random sind, weil der Gegner vielleicht dadurch, dass du ihn anschießt, hochflincht und dir ein, zwei Kugeln in den Kopf gibt und du somit einfach die schlechteren Karten hast, obwohl du vielleicht mehr triffst. Kommen wir jetzt mal zu der Overall-Performance des Games, weil da wird es, glaube ich, den meisten Leuten von euch etwas sauer aufstoßen. Und auch mir stößt es da sauer auf. Es hat ja auch schon das erste Turnier stattgefunden in diesem Game und da habe ich auch mitgespielt mit Floyd. Und was hat uns das Game versaut, beziehungsweise das Turnier? Der Death Error. Die Spielabstürze, die schreckliche Performance und so weiter und so fort. Alles, was damit zu tun hat. Man hat oft Low FPS. Man hat Mikro-Ruckler, wenn man ins Visier geht oder einen Gunfight anfängt an manchen Stellen. Es gibt Spots auf der Map, wo du teilweise um 50, 60 FPS runterdroppst. Du kannst überhaupt froh sein, wenn du überhaupt auf diese 50 bis 60 FPS kommst. Und die Overall-Performance ist einfach aktuell nicht wirklich gut. Es kommt teilweise an Tagen vor, dass du in 5 von 5 Runden einen Game-Absturz hast. Ja, wo alles abstürzt, manchmal werden meine ganzen Screens komplett schwarz, es fällt alles aus, ich muss schon teilweise den Stream neu starten, weil einfach solche Sachen passiert sind, was absolut geisteskrank ist. An der Stelle übrigens jeden Tag ab 6 Uhr morgens live auf twitch.tv/raptor, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr dieses Video gerade seht, bin ich gerade in einem 12-Stunden-Livestream, also ich würde euch raten, jetzt auf den Link in der Videobeschreibung zu legen und ein bisschen Spaß mit uns zu haben, vielleicht nach dem Video. Vielleicht auch jetzt, wie du willst. Auf jeden Fall muss an dieser Performance etwas getan werden. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Es nimmt an vielen Stellen einfach den Spielspaß, dass die Performance nicht funktioniert. Da machen wir aber schon mal direkt den nächsten Switch wieder zum Positiven. Denn dieses Spiel macht extrem viel Spaß, trotz den ganzen Bugs. Es gibt natürlich auch noch viele Bugs, wie den Bombendrohnen-Bug, wo man sich danach nicht mehr bewegen kann. Es gibt einen Bug, dass wenn man jemanden verhört und er quittet, dass man kein HUD mehr hat. Es gibt sehr viele Bugs, ja, es gibt wirklich super viele Bugs, aber das Game, und das ist das Wichtigste, Leute, wie ich finde, das Game macht trotz all den Sachen, die gerade noch nicht gut laufen, absolut Spaß. Ich bin verliebt, meine Flamme ist wieder entfacht, ihr merkt es auch in den Videos, ich habe Bock zu zocken, ich habe Bock zu streamen, ich habe Bock auf alles, was ich gerade mache, weil dieses Game einfach wirklich, und ich hätte es selber im Vorhinein nicht mal gedacht, mich echt mehr überzeugt hat, als ich es mir hätte wünschen können. Und das ist unfassbar geil. Und das finde ich sehr nice. Und diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, und das sind meiner Meinung nach aktuell die größten Probleme, gerade diese Performance-Sachen, weil die einfach game-breaking sind, wenn die gefixt sind, und da können wir uns sicher sein, dass diese auch wirklich gefixt werden, dass man mit all dem Content, der noch kommen wird, mit all den Quality-of-Life-Updates, die mit Sicherheit auch kommen werden, dass man da wirklich ein geiles Game hat, was wir vielleicht auch wieder über ein oder zwei oder drei Jahre zocken können. Und das macht mich unfassbar glücklich. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Denn das ist nochmal sehr, sehr interessant. Ob ihr das irgendwie ähnlich seht, ob ihr eine komplett andere Meinung habt. Für mich, von mir gibt es jetzt natürlich nochmal das Rating. Ich sage aktuell, Warzone ist eine 7 bis 8 von 10 im Allgemeinen. Würde man jetzt die ganzen Bugs bzw. Performance-Probleme wegnehmen, bin ich bei einer cleanen 8 bis 8 plus, also sagen wir mal so 8 bis 9. Da müssen wir dann aber noch gucken. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial auf eine cleane 9. Sage ich euch, wie es ist. Es kommt drauf an, was da jetzt noch alles so kommt. Wie schnell die Sachen gefixt werden und. Aber ich finde, overall ist es ein super Game. Ich habe viele Freunde im Umkreis, die sehr skeptisch waren, die es jetzt wieder zocken und absolut Spaß ihres Lebens haben. Und das ist einfach nice. Ich hoffe, euch geht es da auch so.
Und das Ganze macht auf jeden Fall Spaß auf mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Schreibt mir eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr rund um Warzone 2 zu verpassen. Wenn ihr natürlich noch Bock habt, live vorbeizuschauen, könnt ihr das Ganze natürlich jetzt auf Twitch tun. Ich bin gerade in einem 12-Stunden-Livestream oder halt auch jeden anderen Tag ab 6 Uhr morgens live. Checkt das Ganze ab. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und haut rein. Bis dahin, Leute. Ciao.